Hi zusammen, Farbstoff. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Wir bauen heute zusammen live auf dem Testserver den Fusionschamp, den ich persönlich nicht gut finde. Meine persönliche Meinung ist, das Kit ist von Jeroboam nicht toll. Ich zeige euch auch, warum ich das denke. Fangen wir mal an und ich versuche das mal wieder so wie jetzt den Guide von Thor. Thor, der Guide war ziemlich beliebt, deswegen versuche ich mal jetzt ein bisschen mit Fakten zu versorgen, warum und wieso das eventuell so sein könnte oder ich vermute, dass es so ist. Seine Base-Werte als Defense hält natürlich hohe Defense, guten Space-Speed. Die LP mit 18.000 finde ich, könnten ruhig 20.000 sein wie bei Ancora. Aber ansonsten erstmal per se okay. So, wir haben mit der A1 einen Doppelhit, der jeweils eine 50% Chance hat, eine Fähigkeit von Verbündeten um eine Runde zu senken. Das heißt, insgesamt sind es 75%, dass es garantiert einmal passiert. Es kann natürlich auch zweimal triggern, weil jeder hätte die Chance hat. Und wenn die Abklingzeit verringert wurde, wird ebenfalls das Rundenmeter um 10% gefüllt von dem Verbündeten. Wir haben eine A2, die einen Debuff Cleanse auf 3 Runden CT gebuckt hat. Da zusätzlich ein 15% Heal Applied und pro entfernten Debuff noch zusätzlich halt. Außerdem gibt es ein Schild in Höhe von 15% seiner LP. Da sie nicht besonders hoch ist, man kriegt ihn trotzdem, würde ich sagen, auf 80.000. Also das heißt, man kriegt dann so 12.000, 15.000 Schild auf die Verbündeten auf jeden Fall drauf. Das ist okay. Kein schlechter Skill, aber ja. Dann kommen wir zur A3. Bietet außerdem die Chance, von 100% aller gegnerischen Debuffs um eine Runde zu verlängern. Also Debuff Increase. Und die Chance aller Buffs von unserem Verbündeten um eine Runde zu steigern. Also ein Increase von unserem Buff. Zudem eine Rundenmeter-Erhöhung um 20%. Die Rundenmeter-Erhöhung per se ist gut auf 4 Runden CD. Das ist viel zu lang. Persönlich ist es ein Skill, der muss auf 3 Runden CD sein beim Leggy. Also tut mir leid. Passt mir überhaupt nicht. Inzwischen. Ja, und dann haben wir noch eine Passive, die eigentlich hätte cool werden können. Also, Zugmeter-Verringerungseffekte, die gegen diesen Champion eingesetzt werden, werden um 50% geschwächt. Per se, gut. Füllt das Rundmeter dieses Champion, wann immer ein Verbündeter Lähmung, Frost, Schlaf, Provoke, Angst, wahre Angst, Versteinern oder Schlafdieber verliehen wird. Ebenfalls gut. Wenn sich mehrere Champions mit dieser Fähigkeit im Team befinden, logischerweise wird es nur einmal aktiviert. Und beim aktiven Effekt ist es so, dass wenn einer dieser Debuffs ausläuft oder entfernt wird, bekommt derjenige 20% Rundenmeter. So. Wenn noch da steht, dass er immun gegen Lähmung ist und gegen diese ganzen, wäre das ein Mega-Skill. So, er braucht entweder, um das Ganze wirklich am Anfang des Fights, also wenn man jetzt gegen Amanz zum Beispiel kämpft, Amanz nehmt euch Rundenmeter weg, sagen wir 100%. Ihr seid bei, der Amanz hat 320 Speed, er hat hier 300, theoretisch. Amanz kommt dran, nimmt euch, will das ganze Rundenmeter lernen. So, von euren Verbündeten klappt das, von ihm nur 50%. Das heißt, ihr steht bei 50% Rundenmeter. Und jetzt kriegen die anderen von dir Stun, deine Verbündeten, dann kriegt er 60% Rundenmeter zu. Bumm, ist bei 110%. Jetzt könnte man meinen, ja, Amanz, jetzt bin ich dran. Das geht nur, wenn deine Champs komplett langsam war. Wirklich komplett. Weil, jetzt kommen wir zu Amanz, warum das Ganze so wenig funktioniert. Amanz stiehlt das komplette Rundenmeter. Wenn ihr also, hypothetisch, er war bei 95, Amanz hat 100. Unser Fusionschamp bei 95 und alle deine anderen Champs bei 90. Dann kriegt Amanz 3x90 Rundenmeter, also 270. Das heißt, er ist immer noch schneller als dein Champ, der jetzt diese Debuffs wieder glänzen könnte. Und das ist das Problem. Das heißt, man müsste deine eigenen Champs richtig, richtig langsam machen, damit das überhaupt funktioniert. Das heißt, man baut ein sehr Slow-Team und er müsste relativ schnell sein, damit das Ganze per se funktioniert. Ansonsten sehe ich der ganzen Sache ein bisschen naja entgegen. Der nächste Punkt ist, er selber ist nicht immun. Das heißt, er braucht ein Immunity-Set oder ein Stone-Skin-Set. Das heißt, seine Sets wären theoretisch, wenn man das mal guckt, das Einfachste wäre das da, Immunity-Set, einfach, dass man nicht gestunt wird. Man kriegt zwar das Rundenmeter-Decrease, aber man kann nicht gestunt werden. Das Beste wäre natürlich, man hat einfach Stone-Skin, also Steinhaut drinne. Denn dort wäre man dann im Prinzip immun, weil es ein schwacher Hit ist, kriegt man keinen Rundenmeter negiert. Das wäre das auch okay, dann würde er nur Rundenmeter bekommen. Dann könnte es unter Umständen reichen. Dann wird er wahrscheinlich aber einfach gecheapt. Oder ihr nehmt das Fuel Set, also das hier, was hier jetzt wo ein Item drauf ist, da hier auch ein verlängerter oder ein Träger, ein Blocker Debuffs Buff gesetzt wird. Sowas wäre dann möglich. Oh. Was funktionieren könnte, wäre zum Beispiel, dass man sagt, man spielt mit Jing Won seiner Passiven, die meiner Meinung nach besser ist. Dieser Champ ist nämlich immun gegen diese, also er kann nicht gestunt werden vom Lähmung. Und er entfernt am Ende jedes Zuges eines Gegners oder Verbündeten alle von den Verbündeten und in dem Fall auch diesen Lähmungsdebuff. Das heißt,
wenn die beiden drin sind, würden die sich gegeneinander synergieren. Das könnte funktionieren. Das muss ich aber noch im Detail ein bisschen ausarbeiten. Es wird auf jeden Fall noch ein Video geben, wenn es dann wirklich funktionieren sollte. Zeige ich euch das auf jeden Fall noch im Detail. Ansonsten, wie gesagt, wie würde man so einen Champ bauen? Also wenn man mal ganz prinzipiell, man will diesen Champion, wenn man noch nicht weit ist in dem Spiel, man bekommt ihn aus irgendeinem Grund und will ihn jetzt einfach bauen. Pflicht ist, er muss gebuckt werden, sonst funktioniert er überhaupt nicht. 5 Runden CD auf so einem Skill. Ja, die Aura mit 60 ist immer gut im Early Game. Ohne Frage, weil dort die Aura die Genauigkeit am schwersten ist zu erreichen. Also das heißt, man nimmt jetzt hier irgendeinen, guck mal, ob wir ein Set hier drin haben. Ne, wir haben gar keines drin, wieder resettet. Also, wir bräuchten theoretisch 2 Wachen. Entweder wir nehmen einen Stone Skin mit, dass wir die erste Runde immun sind. Das wäre jetzt eine Variante. Oder wir nehmen was mit, dass wir im Immunity Set haben. Die Varianten gibt es. Ich gucke jetzt mal, ob wir hier einen Stone Skin zusammenkriegen mit halbwegs Speed. Defense ausrüsten, der sieht ja gut aus. Ein Triple Genauigkeit. Braucht man in dem Fall ja auch, wa? Und dann nehmen wir noch einen Speedschuh mit und dann hat sich der, dann haben wir schon mal den Stone Skin weg. So, den da, guck mal, wunderbar. So, und dann, wobei das natürlich Quatsch ist, wir könnten natürlich auch hier unten jetzt, wenn wir haben, Stone Skin reinpacken, dann würden wir uns oben 2 Items vielleicht sparen. Nehmen wir das da. Ich baue das extra mit euch zusammen, dass ihr versteht, warum. So, um die Buffs zu verlängern. So, wir nehmen ein bisschen Genauigkeit mit. Theoretisch wäre besser, wir nehmen gar keine Genauigkeit mit. Wir würden Widerstand nehmen. Da hapert es bei mir aber an den Dingern. So. Okay, dann können wir nämlich hier oben 2 Items wegnehmen. Vielleicht kriegen wir dann nehmen wir das Item auf jeden Fall raus und gucken mal. So, da packen wir jetzt erstmal Speed rein und Widerstand angelegt. Nehmen wir mal ein Speed was Hohes. Wir wollen ihn ja definitiv schnell haben, oder? So, nehmen wir mal hier ausrüsten und dann nehmen wir noch den da ausrüsten. Jupp. So. Dann, wie sieht's denn? Filter, den da angelegt. Guck mal hier, wir haben auch noch einen Defense. Ja, Defense. Crit Damage, nö. Der sieht gut aus hier. Ausrüsten, nehmen wir den. So, jetzt haben wir nämlich hier. Achso, halt, falsche Frage. Nein. Ich gerade hier wundern, ich irgendwie gar nicht gesehen. Okay, wir haben keinen Steinhaut mehr, selbst mit dem. Also, wir müssen dann von den anderen hergehen. Gucken wir mal. Und dann machen wir Widerstand den höchsten. Nehmen wir den da. So. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt viel zu viel Stone Skin, ne? Also ihr seht jetzt hier, wir sind jetzt hier. Bei dem schon mit 2 Runden ist zu viel. Also ich würde 4 nehmen. Das würde ich okay finden. Das heißt, wir würden eher jetzt hier gucken, dass wir noch 2 wegnehmen, um mehr Speed zu generieren. Dann nehmen wir mal Ankleide. Probieren wir den und nehmen dann einen Schuh. Oder wir nehmen Widerstand von der Brust. Die wollte ich haben. Mit Genauigkeit. Und finden dann sowas. Dann wollen wir mal 14 Speed mehr. So, also jetzt haben wir 4 Fragen. So, das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Ist jetzt einfach schnell zusammengewürfelt. Ja, nichts Besonderes. So, das wäre okay. Bei den Masteries, klar, nimmt man natürlich Support mit. Booken tun wir ihn auf jeden Fall. Also ohne Bücher würde ich ihn nicht probieren. Wir sind ja auf dem Testserver, also nicht wundern, warum wir so viele Bücher haben. So, dann das nehmen wir. Ohne Bücher braucht ihr gar nicht probieren, das wird viel zu hoch. Fertigkeiten und da geht es um Support. So, jetzt könnt ihr hier runtergehen zum Widerstand oder wenn wir Schaden bekommen, dass er den bekommt. Oder. So, wie man jetzt hier alle kaufen. Also, wir nehmen AOE runter. Dann gibt es hier, seht ihr, halte ich schon immer, wenn ein Gegner geheilt wird. Das könnt ihr nehmen. Passt alles. Alles okay. So, Gegenangriff nehmen wir auf. Wir nehmen den hier mit. Senkt den erlittenen Schaden von Verbündeten. Und wir nehmen die Genauigkeit, die brauchen wir nicht. Wir nehmen dann Schildsteigerung mit. Und den da mit. Dann nehmen wir, wenn ein Buff entfernt wird. So, wir nehmen dann die Stinger mit. Dann nehmen wir den da mit. Dann nehmen wir Toten Verbündeten. Er kann sowieso nicht reviven. Die Laufzeit einen Buff zu verlängern. Und dann das da. So, einfach mal hypothetisch. Oder wir nehmen hier unten Widerstand. Ist einfach schnell zusammen, wohl nichts Besonderes. So, jetzt kommen wir also auf Werte von 334 Speed, 50 und 4000. Das ist schon ziemlich okay, oder? Würde ich sagen. Einfach mal okay. So. So, jetzt haben wir mal die Arenerin. Gucken wir einfach mal da in das Team. Und wir nehmen natürlich, damit es fair bleibt, natürlich auch ein gutes, wenn wir nicht zu langsam sind, wenn wir auch eine schöne Siphi mitnehmen. Nee, halt, wollen wir ja nicht. Genau das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen Jing Won wollte ich mitnehmen.
Jingwon. Jingwon nehmen wir mit. Dann nehmen wir unseren Bro mit hier. Dann nehmen wir, brauchen wir Damage, brauchen wir auch noch, wa? Dann nehmen wir ebenfalls noch Death Knight mit. Todesritter für uns zum Schützen. Und wir nehmen dann, jetzt wäre natürlich Thor schön, ne? Haben wir den hier drauf? Den haben wir natürlich nicht mehr drauf. Wen nehmen wir dann als Damage-Dealer? Da der super vorbereitet ist. Rotos wäre natürlich absolut dumme Wahl, logischerweise, ne? Wegen dem da. Dann würde ich sagen, nehmen wir Narsis. Ne, wir nehmen Arix. Arix ist gut. Sie equipped irgendwie halbwegs. Ja, irgendwie. So. Jingwon ist hoffentlich equipped. Ne, der ist nicht equipped. Den müssen wir noch equippen. Und dann. Ihr seht es, ein Guide, der nicht wie immer ist. So, also. Voreinstellungen gibt es eine? Gibt es keine. Oh, dass ich das nicht kopieren kann. Klarion, Mann. So, wir nehmen einen Speedschuh angelegt. Einen Speedschuh mit Speed. So, dann nehmen wir das da mit Speed und Genauigkeit. So, dann wollen wir den höchsten Speed haben, logischerweise. So, probieren und probieren. Weiter. So, jetzt haben wir den und warte. Gucken wir mal. Kommen wir zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Also, Amanz wird auf jeden Fall der schnellste sein. So, wir haben jetzt zweimal Stone Skin. Und bum bum, da kommt Amanz jetzt dran. Achtung. Und Rundenmeter wird genommen. Außer von zwei Champions. Und er ist nochmal dran. Seht ihr? Obwohl wir gerade Rundenmeter bekommen haben. So, jetzt ist es so, wir können die gegnerischen Debuffs steigern oder unsere Buffs verlängern. Wir können aber nicht die gegnerischen Debuffs entfernen. Also wir können unsere Debuffs entfernen, wir können, ja, also im Prinzip können wir nichts machen, außer mit der A1, boom, gehen wir auf, machen einen kleinen Angriff. Kommt der Damage, ein bisschen schneller, Siffy, boom, Amanz, so, jetzt haben wir hier, greift alle Gegner an und greift alle Gegner an. Wir können jetzt keine Debuffs entfernen, das heißt wir machen die A1. Dann haben wir Arex, die kann ebenfalls nichts machen, außer die A1, hat eine Chance, Buffs zu entfernen. So, dann haben wir wieder nichts. Dann geben wir uns ein bisschen Schild. Jo, noch ein bisschen mehr Schild von ihm. Dann machen wir Blocke-Buffs drauf, dass wir Amanz ein bisschen safe haben. So, dann machen wir ein bisschen Damage. Dann machen wir den da. So, da kommt der Revive. So, da kommt Cheap. Wir haben jetzt eigentlich schön Rundenmeter bekommen gerade. Aber ihr seht, er ist trotz, dass er 300 Speed hat, einfach nicht mal ansatzweise in der Lage, dort irgendwie ansatzweise mitzuhalten. Es liegt einfach daran, dass ihr ihn mit Mordchamp spielen müsstet. Er aber diesen Slot belegt, den andere definitiv, ich meine zumindest, definitiv besser belegen könnten. Aus dem Grund sage ich, dass das einfach nicht so gut ist, das Kit. So, jetzt können wir noch ein bisschen. So, dann machen wir den da noch. So, ihr habt es jetzt bestimmt gesehen, dass unser Jingwon einen Buff-Cleanser hat. Der da. Wie ist er dem? Die Dauer von 100% haben wir die Chance, alle Buffs zu entfernen. So, machen wir da noch einen Hit drauf. Und dann da nochmal einen Doppelhit. So, wir wurden, haben jetzt also gewonnen. Die Frage ist, lag es an ihm oder lag es an Jingwon? Und ich glaube eher, dass es an Jingwon lag. So, dann machen wir Auto an, lassen den Rest mal laufen. Der Kampf wird noch eine Weile gehen, oder? Das kann sich nur um Stunden handeln. Das kann sich nur um Stunden handeln. So. Dann angreifen.
Schwachen Hit gelandet. Yo. Und er krittet. Ist ja geil. Ja, ihr seht, das ist jetzt, kann jetzt nur um Tage handeln. War natürlich Arix, die völlig falsche Lady ist, um diesen Typen anzugreifen. So. Oh, jetzt macht den nochmal endlich da endlich. Also, ich würde sagen, Jing Won war derjenige, der jetzt hier uns den Arsch gerettet hat. Gehen wir mal zum nächsten Amanz-Fight. Der hier unten wird natürlich ganz komplett broken für uns, weil wir den ganzen Account dann umbauen würden. Hier haben wir noch einen Amanz. Komm, nehmen wir den. Der sieht ganz so schlimm aus. 400k. Hm, hoffentlich mich jetzt nicht getäuscht. Wahrscheinlich, wenn wir es dermaßen aufs Maul kriegen. So. Also, Amanz ist auf jeden Fall der Schnellste. Er macht nur die A1. Warum auch immer. Ja. In dem Fall. So, dann werden wir, die Buffs können wir nicht entfernen, aber wir können einen Block Buffs draufsetzen. Bringt uns bloß nicht, weil sie die Buffs wieder entfernt. Das heißt, sie werden den triggern, indem wir die Genauigkeit runternehmen, sodass wir auf jeden Fall den passiven triggern von unserer, den aktiven Skill jetzt aktivieren. Genau, jetzt ist er nämlich draußen. So, er stirbt auch gleich. Sehr gut. Ist natürlich gleich umgekippt. Wir werden gecheept. So, und jetzt können wir die natürlich an, so, sieht ein bisschen besser aus. Dann den da. Ja, er ist erst schon tot. Bringt uns natürlich jetzt nichts mehr, wenn er am Boden liegt. Warum macht der Amanz eigentlich nichts? Geht nicht. So. Ihr seht, da fehlt der Damage bei uns. Also sein Slot. Ja, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ich finde persönlich, wie gesagt, es sind andere Champs, die ihn stärker machen. Klar könnte ich ihn jetzt wirklich auf krasse Stats bauen und so weiter. Das wird bloß nichts bringen. Es ist am Ende, das Team hätte man dann wahrscheinlich eher mit anderen Champions angreifen sollen, die Damage machen. Also da würden wir hier einen anderen Champion mitnehmen, der einfach mehr Bums hat, um das Ganze hier ein bisschen rauszunehmen. Aber ansonsten, brauchen wir ein Problem mit Rotos? Den wird er wahrscheinlich auch gleich rausnehmen, der Nasus. Ja, nee. Ich wollte es euch zeigen. Für normal PvE-Content, also rein PvE, kann man ihn natürlich als Debuff-Glänzer, als sonst was mitnehmen. Also wer jetzt einen Account aufbaut, zuletzt verwendet. Nehmen wir doch gerade mal unser Arena-Team. Komm, wir haben das gerade genommen hier. Dista, Ghostborn nehmen wir raus und packen uns hier noch irgendwas rein, was ein bisschen den Boss verschnellert. Wo ist denn hier unser Dark KL? Ich hoffe, der Dart wart an. Ah, nehmen wir ihn, komm, los. So. Dann wird er gleich merken, dass du die Fights automatisch an. So. Leider ist unser Boss getriggert, was uns nichts bringt, ne? So. Jetzt die. Dumm. Und dann kommt der da. Greift er an. Ihr werdet merken, dass er kaum was macht. Also er macht so gut wie gar nichts. Verlängern von Debuffs, bringt es was? Ja, unter Umständen meistens nicht. Weil meistens solltest du die so schnell sein, dass deine Debuffs wieder draufkommen, anstatt sie zu verlängern. Man kann es natürlich machen im ganz, ganz frühen Spiel. Da würde ich den Slot eher anders durch einen Reviver belegen. Also jemand, der wiederbeleben kann, um den Run sicherer zu machen. Aber ihr seht, dass eigentlich alle anderen das machen. Obwohl er jetzt mit 300 Speed dabei ist, macht er einfach nichts. Das bisschen Buff verlängern hilft uns nicht. Also Dauerheilungsbuff von 2 auf 3 Runden zu machen, wenn wir bloß 2 Runden fighten. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Am Ende kann man wahrscheinlich im Voxville-Team am besten was machen bei der Hydra. Das würde ich sehen, dass man da eventuell vielleicht den Buff-Verlängerer nehmen kann oder in bestimmten Clan-Boss-Teams eventuell auch. Da gibt es ja Oldschool-Teams, wo mit Buff-Verlängerer gespielt wird. Da würde ich nur sagen, okay, da kann man das machen. Aber da gibt es Epics, die das genauso können. Da ist die Frage, ob ich Epic-Bücher investieren will oder ob ich sage, nee, also ich gebe lieber normale Bücher für Epics, für Epics-Book als für ihn das Legendäre. Also bei ihm würde ich niemals ein Buch einstecken, ganz ehrlich. Ich sehe ihn aktuell. Sehe ich ihn noch nirgends.
Das soll mal so ein kleiner Showcase von der Fusion. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wir haben es extra wieder ein bisschen länger gemacht. Bisschen mehr drumherum redet. Ist auch wieder ein bisschen was schief gelaufen. Wie immer, schönes Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream. Lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe euch damit die Entscheidung ein bisschen erleichtert. Und sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao, ciao.